Gewohnt komfortabel lässt sich die Falttür von innen und außen öffnen bzw. schließen. Doch wie lässt sich die Tür im Bedarfsfall aus- bzw. einbauen und anschließend justieren? Zuerst Spiegel nach vorne klappen, das schafft Platz. Das Drehlager unten ist mit zwei Schrauben fixiert, die Sie lösen müssen. Anschließend wird die Tür von innen mit dem Nothahn drucklos gemacht und von Hand geöffnet. Jetzt kann die erste Schraube der Führungsrolle entfernt und die zweite gelöst werden, um danach die Rolle hinten oben nach unten klappen zu können. Bauen Sie die Verkleidung über der Falltür aus. Anschließend ziehen Sie den Stecker der Reversierung ab. Jetzt ist der Bolzen am Zylinder dran. Erst dessen Sicherung mit einem geeigneten Werkzeug lösen, dann den Bolzen nach oben herausdrücken. Danach kann der Lagerarm der Falltür gelöst werden. Der Lagerarm ist mit drei Schrauben am Dach befestigt. Von außen sind zwei Schrauben zugänglich. Entfernen Sie vorerst nur diese beiden. Ein Helfer sollte nun die Tür abstützen, bevor schließlich die dritte Schraube von innen entfernt wird. Bitte achten Sie beim Herausnehmen der Falttür darauf, dass die Instrumententafel dabei nicht beschädigt wird. Vor dem Einbau der Falttür ist es ratsam, das Drehlager unten schon vorab in die Einbaulage zu bringen. Das erspart im nächsten Schritt Schwierigkeiten beim Einsetzen der Tür. Bitte auch beim Einbau darauf achten, dass die Instrumententafel nicht beschädigt wird. Die Tür muss gefaltet eingesetzt werden. Der Helfer sollte dafür sorgen, dass dieser Zustand bis nach dem Eindrehen der ersten Schraube beibehalten wird. Die restlichen zwei Schrauben können nun eingedreht werden. Jetzt ohne Helfer. Ziehen Sie alle drei Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Newtonmeter an. Steigen Sie ein und schließen Sie die Falltür von Hand. Drücken Sie den Bolzen am Zylinder von oben ein und verschließen ihn mit der Sicherungsscheibe. Danach noch die Führungsrolle in der Laufschiene einbauen. Erst die vordere Schraube eindrehen, dann die beim Ausbau gelöste hintere Schraube festziehen. Und wieder aussteigen, um jetzt die beiden Schrauben am Drehlager unten einzudrehen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 18 Newtonmeter an. Bleiben Sie so, denn in der Hocke geht's weiter. Jetzt wird die Höhe der Falltür eingestellt. Erst die sichernde Madenschraube lösen, dann kann im Drehlager die Einstellschraube entsprechend gedreht und die Tür somit in der Höhe angepasst werden. Nach der Justierung die Madenschraube wieder eindrehen und die Einstellschraube sichern. 46 Newtonmeter. Mit diesem Drehmoment muss im nächsten Schritt der Lagerarm der Falttür festgeschraubt werden. Danach können Sie den Stecker der Reversierung aufstecken. Bevor es ans Feintuning der Türeinstellung geht, muss der gesamte Bereich des Türgummis mit einem geeigneten Pflegemittel behandelt und somit geschmeidig gemacht werden. Dann die Zündung einschalten. Prüfen Sie nun die Funktion des Mikroschalters für das Einstiegslicht. Erlischt das Licht bei einem Spaltmaß zwischen Tür- und Rahmengummi von einem Zentimeter, ist alles in Ordnung. Falls nicht, lösen Sie den Mikroschalter und verschieben diesen entsprechend. Auch, falls der Einklemmschutz nicht ordnungsgemäß arbeitet. Um das zu überprüfen, benutzen Sie an den drei Positionen, vorne, hinten und Zulauf, das Sonderwerkzeug Langkeil. Thema Dämpfung. Die vordere Imbusschraube am Zylinder ist für das Öffnen der Tür verantwortlich, die hintere für das Schließen. Mit den beiden Rentelschrauben an der Steuereinheit variieren Sie die Geschwindigkeit der Falttür.
Die Dauer für das Öffnen und Schließen der Tür darf übrigens nur maximal 2 bis 3 Sekunden betragen. Nun zur Prüfung des korrekten Arbeitswegs am Betätigungszylinder. Liegen die beiden äußeren Gummis bei geöffneter Tür maximal einen Fingerspalt breit an? Schließt die Tür in geschlossenem Zustand mit der Vertiefung am Einstieg ab? Falls nicht, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen durch Raus- und Reindrehen der Kolbenstange unter der Glocke vor. Übrigens, wenn Sie jetzt die Notbetätigung ausschalten, muss die Falttür geschlossen bleiben. Nun zum Führungsbolzen. Dieser sollte beim Schließen und Öffnen sauber in die Führung einlaufen. Gegebenenfalls muss die Einstellung des Bolzens entsprechend verstellt werden. Um die Führungsrolle hinten oben optimal einstellen zu können, muss ein Helfer von außen eine entsprechende Sichtprüfung vornehmen. Der Helfer sollte Ihnen dabei die optimale Lage der Dichtgummis hinten signalisieren. Die Feinjustierung ist damit abgeschlossen. Danach den Außenspiegel beifahrerseitig wieder nach hinten klappen und in Position bringen. Und der nächste Einsatz mit dem Mekonic der neuen Generation kann kommen.